Hallo und herzlich willkommen zum Aufführungsvlog von Das Zauberschloss. Hier hinten sieht man schon Teil der Special Effects hier. Und vor allem das hier, das ist total geil. Das sind LED-Wände, das sind die Spiegel der Gräfin. Da passieren immer so richtig geile Special-Sachen. Kann man jetzt gerade nicht sehen, aber ist so. Das ist das neue Theater in Espekamp. Und hier haben wir heute Premiere. Hier, da sieht man... geil, wa? Ich will noch nicht so viel verraten, was da jetzt passiert. Oh, El Paco natürlich dabei. Und wir schminken uns jetzt hier. Wir sind in München. Karl Off. Saal. Ich habe die Bühne in Bad Oeynhausen gar nicht gefilmt. Sabrina, ich habe die Bühne gar nicht gefilmt in Bad Oeynhausen. Naja, haben die Instagramer mal wieder einen Vorteil. Immer schön auf Instagram. Die können da oben können die sitzen. Und da sitzen die Geschworenen. In dem Block. Die Band ist hinter dieser Gase. Ist quasi auch wieder auf der Bühne. Heute sind wir in Hannover im AEGI-Theater. Heißt es eigentlich AEGI oder AEGI? Man weiß es nicht. AEGI. AEGI heißt es. Und allein schon die Garderoben sind sehr schön, wie man sieht hier. Allein schon das Gebilde hier. Kann man seine ganzen Sachen hier rumhängen. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Na toll. Ist doch nicht so schön, die Kaffeemaschine ist kaputt. Oh, und das ist das Theater. Oh, wie schön. Hallo, lieber Publikum! Eins, zwei, drei, Marie, der Schmied kann es auch brauchen. Echt? Ja. Sag an. Stell dir vor, wenn ihr genug Holz zusammenbekommt, könnt ihr einen Teil zum Schloss kaufen. Ja? Oh, jetzt bin ich auch mal. Gib mir den Funkman! Ich wär so gern dein Freund. Ich wär so gern dein Freund. Okay, wir sind Freunde. In einem schönen und fruchtbaren Land. Niemand weiß mehr wann und wo es sich zugetragen hat. Vielleicht können wir einen Teil davon gegen etwas Essbares tauschen. Zum Schloss willst du? Ich halte das für keine gute Idee. Hm, schlimm, diese Dürre. Glücklicherweise haben wir zwei sehr tiefe Brunnen, die das Schloss mit Wasser versorgen. Ist es nicht so, Kasimir? Ja, ich liebe die tiefen Brunnen. Sie möchte dir den Kopf verdrehen. Ja, sie hat's auf dich abgesehen. Ein Jahr mit ihr auf diesem Schloss. Was plant die alte Schachtel bloß? Oh, meine Eltern sind heute da, meine Eltern und die haben mir was mitgebracht, voll lieb. Und Andreas ist auch da! Hallo! Hallo! So, dann folgt jetzt die Daniela. So, angekommen in Bremen und wenn das nicht mal schon gute Werbung ist fürs nächste Stück. Also, das sieht man auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier wurde übrigens auch schon Supertalent aufgezeichnet. Oh, ist das schön. Überall können Leute sitzen. Ich fühle mich gut. Die alten Knochen werden das leicht. Viel schöner kann's nicht sein im Himmelreich. Es gibt ein Geheimnis um diese Frau. Man kann's nicht erklären. Er ist für mich wie süßer Wein. Wo steckt Peter eigentlich? Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, weißt du, es ist alles gerade etwas schwierig. Du hast mich verschmäht. Du wolltest mich nicht. Jetzt bin ich Zurückhaltung und Verzicht. Ich werde dich verwandeln in ein Tier. Und dann bist du gefangen hier. Ich möchte zurück. So, meine Blöcke, so
hier. Ich bin in ihr gefangen, verflucht als graues, böses Tier. Will ich ins Licht gelangen? Komm her, du Kleine, du sollst nicht wieder gehen. Den Probe hat's geschafft. Ja. Und guck mal, wer hier alles ist. So, hier Kasimir, du hast hier voll die Fans. Wir wollen, dass du rauskommst. Und hier Nikolas Eltern. Das war das Zauberschloss. Aber wir spielen ja demnächst wieder ein Musical in Bremen. Ja! Und zwar Aschenbrödel. Genau. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Er ist der Prinz. Genau. Sie die Zippe. Die böse Stiefschwester. Das Dorchen heißt das. Ach, das Dorchen. Das ist genau. Ein Dorchen. Und ich möchte ihn heiraten. Genau. Es er geht. Ist nicht mehr und mein sie, Bruder. Genau, sie steht auf mich. Okay, das bedeutet, die Vlogs gehen weiter. Wir haben ja 2014 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel schon mal gespielt. Da war ich auch schon dabei. Da habe ich immer Zopf verloren. Ja, hier, mehr Glitzer wie sie. Genau, sie ist mehr Glitzerrock. Und wir sehen uns dann, wenn es heißt Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und hier könnt ihr die ganzen Vlogs nochmal sehen. Klickt sie an. Tschüss! Bis bald, gleich. Welch ein Ultimatum in einer Woche. Ja, stimmt. Machen wir Premiere.